Mein Name ist Tantreo und ich bin Partner Solutions Engineer bei der Zscaler und heute möchte ich Ihnen gerne unsere Solution Zscaler Private Access ja, näher bringen und erklären, worum es dort geht. Erstmal habe ich zwei Slides zu Zscaler selber und würde gerne die Firma kurz vorstellen für all diejenigen, die Zscaler noch nicht kennen. Also Zscaler ist eine Cloud Security, ja, Cloud Security Company, die ist schon seit, ich glaube, mittlerweile ja, fast ja, über 15 Jahre auf dem Markt halt gibt. Und wir waren einer der ersten Cloud Security Hersteller, wenn nicht sogar der erste Cloud Security Hersteller. Wir haben mittlerweile von allen Herstellern die größte Cloud-Infrastruktur. Sie sehen das ganz oben, also 150 Data Center weltweit verteilt. Und diese Data Centers sind auch unsere eigenen Data Centers. Das heißt, wir haben jetzt nicht unsere Data Centers irgendwie outgesourced nach AWS, Azure, Google etc., sondern die werden von uns betrieben, sodass wir natürlich auch sehr hohe SLAs draufgeben können, auf Verfügbarkeit wie auch Performance. Und wir sind natürlich dann halt von Gartner auch in verschiedensten Magic Quadranten wie Security Service Edge, was ja eigentlich so der Nachfolger von SASE ist, und Zero Trust dann halt wirklich als Leader halt benannt worden. Die Kunden von uns, die unsere Zscaler-Plattform halt im Einsatz haben, profitieren von folgenden Vorteilen. Also eine bessere User Experience, das heißt die User, die jetzt wirklich ja, mit Zscaler halt arbeiten und dann halt wirklich auf ihre Applikation zugreifen, haben eine bessere User Experience und eine schnellere Verbindung halt zu den Applikationen und das merkt man dann halt auch. Und gleichzeitig haben sie natürlich auch einen besseren Schutz, ja, also weniger infizierte Maschinen und können gleichzeitig auch noch Kosten einsparen. Wir sehen hier, Siemens konnte mit Zscaler ca. 70% ihrer Infrastrukturkosten halt reduzieren. Die nächsten drei Metriken, die jetzt hier sind, sind eher ja, für Kunden interessant, die wissen wollen, mit wem sie das zu tun haben, ob diese Firma vielleicht in ja, 5 Jahren noch existiert und so weiter. Das weiß man bei kleineren Firmen halt nicht. Ne? Und wir sind halt eine Firma, die ist Nasdaq gelistet. Macht circa 1 Milliarde Annual Recurring Revenue und wir haben einen positiven Cashflow, wachsen jährlich wirklich mehr als ja, 62%. Und ganz wichtig, und da sind wir ganz stolz drauf, ist dieser Net Promoter Score, der NPS Score von 80, sagt aus, dass, also der NPS Score sagt aus, wie zufrieden ein Kunde mit einer SaaS-Applikation halt ist. Und der Score 80 ist wirklich sehr hoch. Der durchschnittliche SaaS-NPS-Score bei anderen SaaS-Companies liegt bei circa 30 ungefähr. Und hier noch einmal, wo wir dann halt tätig sind. Also wir sind ein internationales Unternehmen, haben Kunden wirklich international, mehr als 50% international, mehr als 35% unserer Kunden sind in den Fortune 500 ja, angesiedelt und haben eigentlich immer so die größten Kunden in jeglichem ja, Sektor, ob das jetzt Financial ist oder Healthcare etc. Ja. Dann halt noch einmal. Ich sag mal, zwei Gartner Magic Quadranten, wo wir halt Leader sind. Das ist einmal Secure Web Gateways, seit mehr als 11 Jahren in Folge und in dem Gartner Magic Quadrant für Security Service seit 2 Jahren und diesen Gartner Magic Quadrant für SSE, den gibt es auch erst seit 2 Jahren. Ja. Gut, das einmal ganz kurz zu Zscaler als Firma selber. Womit wollen wir uns heute beschäftigen? Mit der Zscaler Private Access und Zscaler Private Access. Ist von der Architektur her halt eine Zero Trust Network Access Architektur. Was verstehen wir unter Zero Trust Network Access? Da hat Gartner auch eine Definition für ZTNA und Gartner sagt, dass bei ZTNA, dass es ein Broker, ein Trust Broker geben soll, der in der Mitte ist zwischen einem User und der Applikation oder einem Service. Und dieser Trust Broker soll am Ende halt dafür sorgen, dass dieser User dann halt am Ende mit der Applikation verbunden wird oder halt Zugriff erhalten soll auf diese Applikation. Das Ganze aber Identity und Kontext basiert. Das heißt, ich muss vorher herausfinden, was für eine Identität steckt dahinter, wer will drauf zugreifen und so weiter. Da kommen wir aber später dann nochmal drauf. Wichtig ist auch, dass Gartner sagt, dass die Applikationen ja, unentdeckt sein sollen. Das ist hin vom Discovery. Im Gegensatz zu einer VPN-Lösung, wenn ich mich aufschalte auf das Netzwerk, dann sehe ich ja natürlich, dann kann ich Port-Scanning machen, IP-Scanning machen und so weiter, kann Applikationen finden. Und bei Zero Trust Network Access soll das dann genau anders sein und der User soll wirklich nur den Zugriff auf diese Applikation bekommen.
Plattformen, die er dann auch wirklich benutzt oder hat, wo er den Zugriff drauf, wo wir erlauben, ihm halt den Zugriff drauf zu geben. Genau. Genau, das ist halt die Definition von Zero Trust Network Access. Und wie funktioniert das Ganze bei uns? Also wir sprechen hier immer von der Zero Trust Exchange. Das ist nämlich genau unsere Cloud-Infrastruktur in der Mitte. Also wir sehen unten, sehen wir unsere User. Es können natürlich User sein, die von ihren mobilen Geräten auf Applikationen zugreifen wollen, von ihrem Laptop und so weiter. Können natürlich anstatt User auch IoT-Devices sein, Applikationen, Workloads etc. Oben sehen wir unsere Applikationen oder Services, wo wir drauf zugreifen wollen. Und das können einmal, wir unterscheiden zwischen externen Applikationen und internen Applikationen. Also externe Applikationen sind typische Web-Applikationen, SaaS-Applikationen wie eine Office 365, eine Salesforce, eine ServiceNow etc. Und interne Applikationen sind Applikationen, die ich selber manage von der Firma her. Das kann sein SAP in AWS gehostet und so weiter. Oder auch Applikationen, die weiterhin noch im Data Center halt gehostet werden. Und wir mit unserer Zero Trust Exchange sitzen genau dazwischen und sind sozusagen der Trust Broker, wie wir gerade vorhin gehört haben. Und was machen wir in der Mitte? Wir machen Policy Enforcement und wir treffen Entscheidungen, ja, also Policy Decisions, und fangen typischerweise an mit einer Identity Verification. Das heißt, wir schauen erst einmal, wer möchte überhaupt auf diese Applikation zugreifen. Wie machen wir das Ganze? Wir integrieren den Identity Provider hinein, also wie zum Beispiel eine Azure AD, eine Okta, eine Ping, eine SailPoint und so weiter, wogegen sich dann der User authentifizieren muss. Und wir bekommen am Ende dann halt so ein Security Assertion, der mir sagt, okay, das ist diese Person XY. Ja. Und dann schauen wir, von welchem Gerät möchte dieser User auf die Applikation zugreifen. Ja. Ist es ein Corporate Laptop? Ist es ein privater Laptop, ist ein privates Handy und so weiter, weil wir wollen ja natürlich auch Regeln aufstellen und sagen, auf bestimmte businesskritische Applikationen darf er nur zugreifen, wenn er wirklich von seinem Firmenlaptop drauf ja, zugreift. Ne? Und ich denke mal, bei internen Applikationen ist das umso wichtiger, dass hier so ein Posture-Check oder ein Device-Check halt erfolgt. Wir können natürlich verschiedene Metriken dort, also bestimmte Parameter dort überprüfen und wirklich schauen, ist ein Antivirus drauf, ist ein Endpoint Protection drauf, läuft der, wie ist der CrowdStrike Score und so weiter. Ja, gibt es sehr viele Möglichkeiten, das zu machen. Dann schauen wir natürlich, wo möchte der User hin? Ist es eine interne Applikation, eine externe Applikation? Ist das eine freigegebene Applikation und so weiter? Und routen das Ganze natürlich dann entsprechend halt wirklich zu dieser externen oder zu der internen Applikation. Letzte Woche habe ich ein Webinar gegeben über Zscaler Internet Access. Das ist genau die Lösung von uns, um den User am Ende den Zugriff auf externe Applikationen zu geben, das was wir auf der linken Seite sehen. Und Zscaler Private Access ist genau für den rechten Part zuständig, also um den Zugriff auf interne Applikationen zu geben, wobei das Policy Enforcement hier in der Mitte natürlich das gleiche ist und wir benutzen auch die gleiche Zero Trust Exchange. So, dann schauen wir natürlich auch noch rein in die Daten und schauen, okay, sind das company-sensitive Informationen, die nicht hochgeladen werden dürfen ins Internet, oder lade ich irgendwie eine Schadsoftware runter, ein Virus und so weiter, um das Ganze halt zu blockieren. Und wenn diese ganzen Checks hier erfolgreich sind, dann bauen wir am Ende erst die Verbindung auf, einmal zu der externen Applikation mit Zscaler Internet Access. Und auf der rechten Seite sehen Sie halt den Zugriff auf mit Zscaler Private Access. Und hier eine Besonderheit, Sie sehen hier schon diesen blauen, das blaue Kästchen, das nennt sich Connector, das ist so ein Application Connector. Und der wird immer in dem Netzwerk vor der Applikation installiert und macht eine ausgehende Verbindung zu unserer Zero Trust Exchange auf. Ja? Das heißt, ich habe hier auch keine Ports, die ich öffnen muss oder irgendwelche URLs und Domains, die ich jemand mitteilen muss oder freigeben muss, und bin dadurch schon mal geschützt. Da kann auch keiner das überhaupt angreifen, wie bei einer VPN-Solution, wo dann irgendwie, ich sag mal, so Concentrator-IP-Adressen und Destinations irgendwie angegeben werden müssen. Ja? Das heißt, der App Connector macht eine ausgehende Verbindung. Der User hier unten macht auch eine ausgehende Verbindung zur Zero Trust Exchange. Wir prüfen das Ganze in der Mitte und wenn der User Zugriff bekommt auf diese Applikation oder erlaubt es, auf diese Applikation zuzugreifen, dann erstellen wir halt einen verschlüsselten Tunnel vom Laptop zu dem App Connector oben oder zu der Applikation und dann hat der User Zugriff auf diese Applikation und zwar nur auf diese Applikation und nicht auf noch weitere Applikationen. Und deswegen sind alle anderen Applikationen, die dahinter sind, wo er keinen Zugriff drauf bekommt, sind eigentlich komplett versteckt oder halt hidden, ne, in dem Fall. So, wir bieten halt an verschiedene,
Ja, Plattform Solutions. Das erste, was Sie jetzt sehen, ist Zscaler for Users, um User zu schützen, die auf Applikationen zuzugreifen oder halt wirklich auch den Zugriff zu geben, sicher um Zugriff zu geben auf diese Applikation. Und da stecken noch drei Produkte hinter: das Zscaler Internet Access, Zscaler Private Access und Zscaler Digital Experience. Wir haben aber dann unser also ZPA unterstützt dann natürlich auch Zscaler for Workloads. Da geht es dann halt darum, ein Workload oder eine Applikation zu schützen. Wenn jetzt Workloads untereinander kommunizieren, dass das Ganze halt auch sicher ist. Und das dritte Plattform-Solution haben wir Zscaler for Devices, IoT, OT. Damit kann ich dann halt wirklich auch den Zugriff geben auf IoT, OT-Devices von überall, ja, auf der Welt. Und zum Beispiel bei meinen externen Mitarbeitern, bei irgendwelchen Leuten, die jetzt irgendwie meine IoT, OT-Devices warten müssen und so weiter, kann ich halt wirklich einen sicheren Zugriff geben, und zwar nur auf die Applikationen oder auf die Devices, wo derjenige auch wirklich drauf darf. Ja. Genau, und ZPA unterstützt halt wieder in allen drei von diesen Plattformbereichen. Und genau, einmal den User, einmal die Workloads und am Ende halt auch die IoT-Devices, um Zugriff zu geben auf diese IoT-Devices. Schauen wir uns mal die Use Cases an, die hinter ZPA oder Zscaler Private Access stecken. Ich klappe das jetzt einmal kurz auf, damit wir das Ganze halt hier sehen. Ich sag mal, der erste Use Case ist natürlich ein Ersatz für VPN, also eine VPN-Alternative oder VPN-Replacement. Aber was wir machen, ist, wir schaffen den Zugriff also wir erlauben den Zugriff eines Users auf eine Applikation, und zwar nur auf die wirklich freigegeben sind. Bei VPN ist es ja meistens so, ich verbinde den Mitarbeiter oder den User mit meinem Corporate-Netzwerk, also wirklich mit dem kompletten Netzwerk. Und er kann sich normalerweise schon frei bewegen in diesem Netzwerk, es sei denn, ich habe da wirklich sehr viele Firewalls und Access-Listen irgendwo zwischen und sperre dann am Ende wirklich noch den Zugriff von bestimmten Subnetzen, ne, auf andere Subnetze und so weiter. Ja, aber standardmäßig, wenn ich das nicht habe, dann hat er erstmal Zugriff auf alles, ja, und das haben wir jetzt hier nicht. Und ich habe natürlich auch Angriffspunkte bei einer VPN-Lösung, weil natürlich diese IP-Adresse von diesem VPN-Concentrator, der muss natürlich öffentlich erreichbar sein, damit derjenige sich auch drauf connecten kann. Ja, und dann kann ich den Zugangspunkt versuchen zu hacken, versuchen reinzukommen und so weiter. Und wir haben hier bei uns eigentlich gar kein Attack-Surface, weil, wie gesagt, diese Kommunikation vom App-Connector geht, ist nur ausgehend, und ich komme eigentlich gar nicht rein in das Netzwerk. Ja. Der zweite Use Case ist VDI-Alternative. Klar, ich kann jetzt auch ich sag mal, Citrix ablösen bis zu einem gewissen Grade, ja, je nachdem, was ich für Use Cases hinter Citrix habe und den Zugriff aufgeben möchte. Also was wir hier machen können, ist, wir können den Zugriff geben über ZPA auf Web-Applikationen oder auf Server via SSH oder via RDP, also Remote Desktop, also dass derjenige sich halt auf diese Systeme halt connecten kann. Und seit neuestem können wir auch VNC als Protokoll, ja, bei einer VPN-Alternative. Und genau, also wenn jetzt Kunden, weiß ich nicht, einen Zugangspunkt haben, einen Sprungserver etc., dann können wir das halt Ganze auch hier so abbilden oder halt auf Web-Applikationen. Und derjenige, der sich dann halt verbinden möchte auf diese Applikation, braucht noch nicht mal einen Agent installieren, sondern kann das Ganze über einen Webbrowser, über jeden beliebigen Webbrowser halt ja, verwenden, der HTML5 halt spricht, ne? Genau. Zero Trust On-Premise ist ein spezieller Use Case. Das ist halt dafür da. Sie sehen hier links oben, ich versuche mal hier so einen Laserpointer mal anzuschalten. Genau. Links oben hat diesen Bereich hier. Das heißt, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der in der Firma sitzt, ja, in einem Office, und ich habe die Applikation, die ist auch im Data Center gehostet. Normalerweise geht ja dann der App-Connector hier und kontaktiert halt unser Data Center oder unsere Zero Trust Exchange hier, geht raus ins Internet und kontaktiert halt unser Data Center. Der User müsste eigentlich auch genau diesen gleichen Weg gehen, also auch ins Internet raus zu unserer Zero Trust Exchange, und hier verbinden wir ihn dann erst. Ja? Und jetzt hat der Kunde eine Möglichkeit, also wenn er jetzt sagt, ich möchte auch Zero Trust On-Premise haben, eine Private Service Edge zu installieren. Ja? Also diese Data Centers hier von uns, die nennen wir auch Public Service Edges, weil die ja jeder Kunde verwenden kann. Und bei der Private Service Edge handelt es sich halt wirklich um eine Service Edge nur für ihn. Die wird in seinem Data Center installiert, und dann ist es so, dass der User halt
Private Service Edge connected und der App Connector, der connected auch die Private Service Edge. Somit bleibt der Traffic komplett on-premise, also wirklich im Data Center. Und diese Private Service Edge, die synchronisiert sich natürlich mit unserer Zero Trust Exchange und kriegt alle Policy und Configuration Updates halt mit. Ja, und hat dann die ganzen Regeln hier bei sich selber bei der Private Service Edge und kann dann hier entscheiden, ob dann halt wirklich der User Zugriff bekommen soll auf die Applikation oder nicht. Ja. Genau, und dann B2B-Customer, Suppliers, klar, wenn ich dann halt meinen Lieferanten, meinen Third-Party-Employees und so weiter halt auch Zugriff geben möchte auf meine Applikation, kann ich das Ganze halt sehr einfach machen und zwar auch clientless. Ja, wenn es eine Web-Applikation ist, kann ich es auch clientless machen, sodass er keinen Agenten installieren muss. Genau, oder ich kann auch Browser Isolation ihm zur Verfügung stellen. Da wird dann diese Webseite halt wirklich in einer isolierten Umgebung bei uns hier in unserer Zero Trust Exchange gestartet. Also die Applikation wird dann halt dort aufgerufen. Alles, was jetzt ausgeführt wird an Makros und so weiter, passiert natürlich in dieser isolierten Umgebung, sodass auch keine Schadsoftware irgendwo am Ende auf den Laptop des Mitarbeiters draufkommen kann. Und was wir dann machen, ist, wir machen einen Pixel-Stream von dieser isolierten Umgebung zu dem zum Enddevice, also zum Laptop. Und das, was er sieht, ist eigentlich nur ein Pixel-Stream, aber er kann ganz normal navigieren, wie wenn er auf der Webseite wirklich drauf ist. Und hier können wir natürlich auch noch sehr schöne Sachen einstellen, wie zum Beispiel Upload oder Downloads sperren wir, Copy and Paste sperren wir und so weiter in dieser isolierten Umgebung und haben hier natürlich auch noch mal ein bisschen Threat Protection, wie auch Data Protection in Browser Isolation Umgebung. Ja. Dann haben wir noch weitere Use Cases, wie zum Beispiel Direct Access to Cloud Apps. Klar, ich kann jetzt von dem User hier oder vom Workload kann ich natürlich direkt auf eine Applikation oder einen Service in der Cloud zugreifen über unsere Exchange hier. Ich muss jetzt nicht mehr vom Data Center erstmal so eine Side-to-Side-VPN-Verbindung aufbauen vom Data Center zu der Cloud, sodass ich dann am Ende erstmal hier über das Data Center zu der Cloud gehe, ja, also wirklich ein Backhauling immer das Data Center, sondern ich habe eine direkte Kommunikation oder ein Direct Access zu dieser Applikation in der Cloud und zwar sicher und mit der Zero Trust Network Access Architektur. Dann, klar, was wir machen, ist Segmentation. Ja, haben wir gerade schon gesehen, User-to-App-Segmentation. Erlaube User nur zu bestimmten Applikationen halt wirklich die Verbindung und App-to-App-Segmentation. Da kann ich auch sagen, Workload A darf nur mit dem Workload B in Google Cloud etc. Kommunizieren und halt Daten austauschen und so weiter. Multi-Cloud-Connectivity, da geht es darum, wenn ich einen Workload in AWS zum Beispiel habe und der möchte mit einem anderen Workload in einer anderen Cloud, wie einer Azure oder einer Google Cloud kommunizieren, dann kann ich das Ganze auch hiermit umsetzen. Ja, das heißt, ein Workload hat Cloud-übergreifend, wie auch Cloud-to-Data-Center-übergreifend kann ich die Verbindung halt schaffen mit ZPA. Ja. Und halt einen Cloud-Connector, einen Branch-Connector, genau, sehen wir vielleicht hinterher nochmal auf einem Slide. Genau, und der letzte Use Case, den wir jetzt hier noch haben, ist Mergers and Acquisition. Da geht es darum, wenn ich eine Firma habe, die jetzt auch vielleicht viele andere Firmen aufkaufe, dann möchte ich hier dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter auf Ressourcen und Applikationen der neuen Firma halt zugreifen kann, so schnell wie möglich. Und auch die neuen Mitarbeiter sollen natürlich unsere Applikationen halt verwenden. Und hier ist es relativ einfach und sehr schnell halt wirklich eine neue Firma halt zu integrieren und den Zugriff auf die Applikationen halt zu geben, indem ich einfach wirklich den Identity Provider der neuen Firma halt integriere und dann kann ich die App-Konnektoren muss ich natürlich auch vor den Applikationen der zugekauften Firma halt installieren und kann dann direkt schon die Policies bauen und sagen, okay, wer darf auf was zugreifen. Normalerweise dauern so M&A-Projekte ziemlich lang, also teilweise ein Jahr, 2 Jahre und so weiter, weil das Netzwerk muss erst einmal irgendwo integriert werden. Ich muss gucken, dass ich keine Duplicate-IP-Adressen habe und. Das fällt hier komplett weg, weil wir betrachten wirklich beide Netzwerke komplett separat, installieren die App-Konnektoren, die connecten sich zur Zero Trust Exchange und dann kann ich schon den Zugriff halt wieder geben auf diese Applikation. Genau, und ich sage mal von dem Business Value her, klar, ich reduziere mein Risiko, ich habe keine Attack Surface, ich habe kein Lateral Movement, einer, der sich aufs Netzwerk verbindet normalerweise mit der VPN-Lösung, kann sich ja frei bewegen, das habe ich ja halt auch nicht. Improved Productivity, also ist ja der kleine
Client, der bei uns hier installiert ist, auf dem Laptop hier, den starte ich einmal, authentifiziere mich gegenüber dem Identity Provider und dann läuft das Teil im Hintergrund auf meinem Rechner und dann kann ich halt wirklich einfach auf meine Applikationen zugreifen, egal ob es eine Web-Applikation oder halt eine native Applikation ist. Und unser Client weiß dann genau, ist es wirklich eine externe Applikation, wird den Traffic dorthin leiten, ist es eine interne, wird den Traffic dorthin leiten. Ja? Und der User muss sich eigentlich um nichts mehr kümmern, das ist komplett transparent halt für ihn. Ja? Und genau, ich muss auch nicht mehr hingehen und VPN-Software starten, mich erst verbinden zu einem Data Center, sondern das Ganze ist dann halt wirklich über die Authentication und ist dann sofort dann halt mit unserer Zero Trust Exchange halt verbunden. Ja. Also Productivity definitiv, ja, und wenn ich natürlich auch direkt auf die Applikation drauf gehe, anstatt erst über Data Center oder über eine Side-to-Side-Verbindung, habe ich natürlich auch eine viel bessere Performance am Ende. Ja. Und Kosten kann ich natürlich auch reduzieren, indem ich diese ganze Infrastruktur hier hinter, um meinen Mitarbeitern zum Beispiel Zugriff zu geben auf meine Applikation im Data Center, gar nicht mehr benötige. Ja. Das Ganze wird dann natürlich ausgelagert, das ist halt ein SaaS-Service von uns und wir kümmern uns am Ende auch über die Skalierung der Komponenten in unserem Data Center, so das Ganze halt auch performant ist. Und wie gesagt, wir geben auch sehr hohe SLAs an Performance und auch an Verfügbarkeit halt an unsere Kunden, dadurch, dass die Data Centers auch von uns halt sind und selbst von uns halt betrieben werden. Hier nochmal ein Beispiel, wie das Ganze halt ausschauen kann. Ja, also ich habe auf der einen Seite habe ich meine User-to-App-Segmentation. Ich habe hier Kontraktoren oder Third-Party-Mitarbeiter, die im Bereich IoT auf IoT-Devices wegen der Wartung drauf zugreifen müssen. Und also hier zum Beispiel hier ein Device und dieses Device geht jetzt über einen bestimmten Connector. Das ist nämlich genau dieser Cloud- oder Branch-Connector, der die Verbindung halt zu unserer Zero Trust Exchange aufmacht und der User verbindet sich halt mit seinem Client halt auch zu der Zero Trust Exchange und dann kann ich den Zugriff halt über Policies regeln, dass er halt darauf zugreifen kann. Ja, im Gegensatz habe ich da zum Beispiel B2B-Kunden, irgendwelche anderen Suppliers, die zum Beispiel nur auf das Order-Fulfillment-System zugreifen dürfen. Ja, also da gebe ich eben halt wirklich über meine Policy wirklich die Rechte nur auf diese Applikation, die in einer bestimmten Public Cloud zum Beispiel gehostet ist. Und dann habe ich zum Beispiel noch das Engineering-Team, ja, das muss dann halt auf eine andere Applikation hier drauf zugreifen. In noch einer anderen weiteren Cloud. Und was wichtig ist, ist man halt dieser Connector hier, der eine, der halt wirklich den Traffic rausschickt und auf der anderen Seite habe ich halt meinen App-Connector, das ist dann das Symbol hier auf der rechten Seite, der erlaubt dann am Ende halt den Zugriff auf die Applikation. Ja, also eine Kombination zwischen Cloud- und Branch-Connector und App-Connector bietet mir halt am Ende diese Möglichkeit. Ja. Und dann habe ich natürlich noch App-to-App-Segmentation, das heißt, ich habe zum Beispiel Workloads innerhalb einer Cloud, die miteinander kommunizieren wollen, oder ich habe Workloads in der Cloud, die zum Beispiel Cloud-übergreifend oder auch Cloud-Data-Center-übergreifend mit anderen Komponenten halt kommunizieren müssen. Da kann ich das Ganze natürlich dann halt auch aufsetzen und dann halt über ja, Cloud-Connector und App-Connector am Ende halt schützen. Ja. So, und hier einmal ein Beispiel, also nochmal ein Beispiel, wie schnell das Ganze aufgesetzt werden kann. Das heißt, sollte sich ein Kunde halt für ZPA entscheiden, können wir wirklich diese Lösung in kürzester Zeit halt wirklich deployen. Das Ganze, was ich machen muss, ich halt muss im ersten Schritt natürlich meinen Identity Provider halt integrieren. Ja, da kommt drauf an, was für ein IDP halt der Kunde hat verwendet, Azure AD, Okta, Ping und so weiter. Das Ganze muss konfiguriert werden einmal. Dann muss ich meine App-Konnektoren installieren vor den Applikationen. Wo ich darauf zugreifen möchte. Und hier kann ich nochmal erwähnen, ich brauche jetzt nicht für jede Applikation einen App-Connector, sondern ein App-Connector kann jetzt, ich sag mal, viele Applikationen im Hintergrund halt supporten. Und wenn der Durchsatz, also wenn ich jetzt wirklich sehr viel Datenverkehr habe und sehr viel Durchsatz, kann ich natürlich mehrere App-Konnektoren installieren und dann machen wir einen Load-Balancing auf Applikationsebene und können dann halt wirklich horizontal dort skalieren. Ja. Genau, hier sind mal aufgelistet ein paar Betriebssysteme, die dann also wirklich supported ist für diesen App-Connector.
Genau, aber ja, normalerweise, wenn ich in der Cloud drin bin, also in einer AWS oder in der Azure, kann ich das Ganze halt runterladen aus dem App Store. Und on-prem, also auf ihrem Data Center, habe ich ja die Möglichkeit, das Ganze auf Oracle Linux, auf CentOS, VMware, aber auch als Docker-Container zum Beispiel zu installieren, was wir jetzt hier auf diesem Bild jetzt nicht sehen, aber Docker-Support haben wir dann halt irgendwann auch mal eingeführt dafür. Und der Client-Connector, das ist halt die Komponente auf dem User-Device, ja, also der Agent, der installiert werden muss auf dem Enddevice, um auf die Applikation zuzugreifen, wenn es keine Web-Applikation ist oder ich nur auch per SSH und RGP auf den Server drauf möchte. Wir unterstützen alle gängigen Betriebssysteme, also macOS, Windows, iOS, Android, Linux und so weiter. Da gibt es halt einen App-Connector-Komponente für. Und vorhin schon erwähnt, also wenn es eine Web-Applikation ist, dann brauche ich diesen App-Connector noch nicht mal, sondern kann das Ganze halt über einen Browser realisieren, sodass derjenige, wenn er darauf zugreifen möchte, über den Browser trotzdem sich erst authentifizieren muss gegenüber den Identity Provider und dann gebe ich ihm erst Zugriff vom Browser aus auf diese Applikation. Genau. Und das war's von dem Webinar, von der Präsentation heute. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, wie Zscaler Private Access funktioniert und ich hoffe, dass Ihnen das was bringt und vielleicht überlegen Sie sich ja, das vielleicht bei sich auch zu implementieren. Da können Sie sehr gerne auf die Avantech zugehen, die sind da wirklich berät, wirklich von Anfang an, haben wir auch mit POC, dann ja vielleicht ja, POC, POV, Deployment, Architektur etc. Vielen Dank. Wunderbar, vielen Dank, Tan, für die spannende Präsentation. Tan, wir haben bereits zwei Fragen erhalten. Die erste Frage lautet: Ist ein Private Service Edge Lizenz kostenfrei oder mit welchen Kosten ist Pro Edge zu rechnen? Okay, also Private Service Edge wird lizenziert anhand der Anzahl der User. Ja, das heißt, wenn ich in meiner Firma dann halt, ich weiß nicht, sag mal 2000 User habe und ich möchte den halt Zugriff geben auf meine Applikation, dann brauche ich 2000 User-Lizenzen. Und dann haben wir das Ganze natürlich in unterschiedlichen Editions und Varianten. Ja. Und da muss man halt schauen, was für Requirements wird da benötigt von Ihrer Firma. Wollen Sie Browser Isolation? Wollen Sie den Zugriff über den Client? Da gibt es halt wirklich, da muss man in die Preisliste mal reingucken, um dann zu schauen, welche Edition ist da halt sinnvoll für Sie. Wunderbar, vielen Dank, Tan. Die nächste Frage lautet: Funktioniert eine Authentication auch über eine Multifaktor-Authentifizierung? Und wenn ja, wie genau? Okay, das habe ich hier vorhin gesagt. Das war natürlich, anderem habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir integrieren den Identity Provider mit rein, also wie eine Azure AD, eine Okta und so weiter. Und was wir anbieten, ist also wirklich, also was wir supporten, ist die Multifactor-Authentication des Identity Providers zu nutzen. Ja? Das heißt, eine Azure AD hat eine Multifactor-Authentication, eine Okta auch und so weiter. Und der User, das ganze Authentication geht ja gegenüber dem Identity Provider und da kann ich natürlich Multifactor Authentication enablen und wenn der User authentifiziert ist, dann kriegen wir am Ende halt vom IDP halt nur ein Security Assertion, der sagt, ah, der User hat sich erfolgreich authentifiziert, das ist seine User-ID und so weiter.